Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal, auf meinem Kanal, zum Türchen Nummer 19 nach Türchen Nummer 20. Schlussendlich, ihr könnt es schon sehen, habe ich es knacken können. Oh Mann, war das eine Aufgabe. Übrigens, das habe ich in den letzten Videos noch gar nicht erwähnt. Das ist mir, glaube ich, beim vierten oder fünften Türchen aufgefallen. Wenn ich hier sage, Seite neu laden, seht ihr das? Die Höhlenwand und die Wasseroberfläche, die bleibt, aber die Punkte, Dots und Striche und Tilden, die den Wasserkörper ausmachen, ändern sich. Was für ein witziges, kleines oder irgendwo auch nutzloses Detail. Aber süß. Alles an diesem Bild ist fix, nur eben das Wasser fließt. Wie dem auch sei. Oha. Nummer 19. Ich hätte am Tag 18 mich schon beschwert oder gewitzelt, dass wir am Tag 17 eine Probe, eine Drohne in den Graben runtergeschossen haben und am Tag drauf, am Tag 18, sind wir selber hinabgestiegen und wir haben gar kein Ergebnis mehr, keine Auswertung davon bekommen, was jetzt mit dieser Drohne ist. Tag 19 ist der Tag der Drohne. Und Tag 20 eigentlich auch, aber das Video 20 ist ja schon draußen. Dafür kann ich mich jetzt wieder beschweren, dass uns ja die Schneckenfische gestern ta an Tag 18, als wir die Hausaufgaben von einem kleinen Fisch erledigt haben, uns ja eigentlich gesagt haben wollen, in welche Richtung der Schlüssel geflogen, geschwommen ist, geschwebt ist. Aber irgendwie ist darauf gar nicht mehr verwiesen worden. Naja, wie dem auch sei. Also die Drohne driftet herab, also die steigt hinab und hat Scanner und Beacon ausgesetzt. So, die Beacon, die schweben blind rum, fast blind, zumindest insofern, sie können sich einander nicht sehen. Dafür sind die Scanner da. So, die Scanner sind eine andere Einheit zwischen den Beacon. Und sie können nahegelegene Beacon erfassen. So, ja. Wir von unserem U-Boot aus, wir kommunizieren nicht mit dem Beacon, wir kommunizieren mit den Scannern. Die Scanner sind unser Mittelmann zu den Beacon. So, die Scanner sehen eine, soweit wie ihre Reichweite eben ist, sehen eine gewisse Anzahl an Beacon und können sich von den Beacon zurückgeben lassen, wo sie relativ zu sich selbst, also wo die Beacon relativ zum jeweiligen Scanner sich befinden. Dadurch wissen wir total zwar nicht, wo die Beacon sind, aber jeder Scanner kann dann sagen, von wo aus der, wo der Beacon aus von diesem Scanner aus zu finden wäre. So. Die Scanner sehen die Beacon, aber die Scanner sehen einander nicht. Unabhängig davon, ob sie gegenseitig in Reichweite sind oder nicht. Und hatte ich schon erwähnt, das ist jetzt heute alles 3D. Huiuiui. Naja, also die Scanner haben jedenfalls eine Position und aus irgendeinem Grund können wir von unserem U-Boot aus nicht ausmachen, an welcher Position die Scanner sind. So, also die Scanner wissen nicht, wo sie sind, wir wissen nicht, wo die Scanner sind. Die Scanner sehen nur einige von all den ausgesetzten Beacon. So, und mehr noch. Also, die Scanner wissen nicht, wo sie sind. Wir wissen nicht, wo die Scanner sind. Die Scanner wissen übereinander nicht, wo sie sind. Also auch zueinander nicht. Ein Scanner weiß nicht, wo ein anderer Scanner ist und so weiter und so fort. Also, das ist wirklich das Einzige, was diese Scanner sehen, ist eine gewisse Anzahl an Beacon. Nämlich jene, die sich. Steht das hier irgendwo? Hier stand das. Also, diese Scanner haben halt eben eine Reichweite. Und sie können alle Beacon sehen, die innerhalb dieser Reichweite liegen. Glaube, war das ganz und gar. Was ist jetzt hier? 0, 1000, 0. Naja, irgendwo hier steht's. Es ist ein unfassbar langer Text. Irgendwo steht es, diese Scanner hat eben eine maximale Reichweite. Sie sehen alle Beacon innerhalb ihrer Reichweite. So, jetzt kommt der Hammer. Nicht nur wissen die Scanner nicht, wo sie sind,
Sie können auch noch eine beliebige Orientierung haben. Also die können halt rotiert sein. Und oh, da geht's ab. Natürlich immer alles Integer-mäßig, alles in Integer-Zahlen. Das heißt, die Scanner können um beliebige 90-Grad-Winkel in jeder Achsenrichtung, um jede Achse rotiert sein. Ja, also Viertelkreis, Halbkreis, Dreiviertelkreis, Vollkreis. So, das sind die Rotationen. Gut, Vollkreis ist wie gar nicht rotiert dann natürlich wieder. So, also das sind die vier Positionen rotiert um eine Achse herum, in die ein Scanner gucken kann. Und entsprechend von, ja, und das sind halt eben drei Achsen, ne? So, und entsprechend dieser Ausrichtung, die so ein Scanner also hat, sagt er einem natürlich dann auch, wo in Relation zu ihm und wo in Relation, wo er hinguckt, diese Beacon sind. Ja, also es macht den Unterschied, ob ein Scanner sagt, hinter mir ist ein Beacon, oder er dreht 180 Grad und sagt, vor mir ist ein Beacon. Ja, das macht einen riesen Unterschied. So, jetzt ist hier das langweilig. Hier, das ist jetzt so ein Anschauungsbeispiel. Sowas ist, in dem Anschauungsbeispiel haben wir jetzt Scanner 0 bis 4, glaube ich. Ja, hier ist Scanner 4. Also 0 bis 4, also 5 Scanner haben wir. Und das sind die Liste an Koordinaten von Beacon, die Sie sehen. So, und jetzt gibt es Schnittmengen. Also es gibt einige Beacon, die sieht sowohl Scanner 0 als auch Scanner 1. So, und es wird gesagt, wenn also diese Scanner relativ dicht beieinander sind, dann muss es mindestens 12 Beacon geben, die sie beide sehen können. Also es gibt eine Schnittmenge von Beacon, die beide Scanner sehen, und das müssen dann mindestens 12 sein. Huiui. So. Wie kriegt man das raus? Das Einzige, was ich weiß, die Position der Beacons bezüglich der jeweiligen Scanner zu ihren jeweiligen Rotationen sind. Na, Brute Force natürlich. Ich drehe alle Scanner. Das ist der Hammer. Ich drehe alle Scanner ein, bis es passt. Ja, also, beziehungsweise man nimmt sich einen Scanner, typischerweise Scanner 0, wenn man sich auch mit dem Testfall vergleichen möchte, dann also idealerweise Scanner 0, prinzipiell aber ein beliebiger Scanner. Und sagt, wo auch immer der ist und welche Orientierung auch immer der hat, das ist jetzt Origin, das ist unser Ursprung. Wir sagen jetzt, wenn Scanner 0 sagt, da ist oben, dann ist das oben. Und wenn Scanner 0 sagt, da ist links, dann ist das links. Ja, ja, oben, links, vorne, hinten. Das spielt natürlich auf die drei Achsen an. Z, also oben, Z, links, rechts, X, vorne, hinten, Y. Je nachdem, wie man aufs kartesische Koordinatensystem draufschaut. So, man sagt jetzt einfach, Scanner 0 gibt das globale Koordinatensystem vor. Einfach weil es der erste in unserer Liste ist. Wie gesagt, man kann dasselbe Spielchen auch mit jedem anderen Scanner machen, aber man nimmt sich einen raus und sagt, egal wie der jetzt guckt, das ist mein Ausgangskoordinatensystem. Und dann muss man versuchen, alles andere danach zu fitten. Das heißt, man nimmt sich Scanner 1 und schaut, wenn man annimmt, dass der erste Beacon von Scanner 1 derselbe ist wie der erste Beacon von Scanner 0, ja, dann muss es ja hier irgendwo in der Liste einen Scanner geben, in der Liste von Scanner 0, der in der Nähe vom ersten Beacon ist. Ja, also der Punkt ist ja, diese Beacon haben ja auch eine Distanz zueinander. Und Scanner 0 gibt uns jetzt das globale Koordinatensystem. Das heißt, dieser Beacon und dieser Beacon, die stehen in einem Verhältnis zueinander. Die haben eine gewisse Distanz zueinander und die kann ich berechnen. Wenn ich sage, Scanner 0 ist die Position 0, 0, 0, ja, dann sind das nicht mehr relative Koordinaten der Beacon zu Scanner 0, sondern dann sind das jetzt absolute Koordinaten in dem globalen Koordinatensystem, zu dem wir Scanner 0 erhoben haben. So, und wenn das absolute Koordinat ist, das absolute Koordinat ist, dann brauche ich die beiden nur voneinander abziehen, dann habe ich den Distanzvektor.
der von einem Beacon auf den anderen führt. Und wenn ich jetzt annehme, der erste Beacon bei Scanner 1 ist derselbe wie der erste Beacon bei Scanner 0, dann muss es ja, unter diesem Abstand, den diese beiden zueinander annehmen, hier auch einen zweiten Scanner, einen zweiten Beacon irgendwo in der Liste von Scanner 1 geben, der exakt denselben Abstand zum ersten Beacon von Scanner 1 hat. So, also ich gehe mit einer Hypothese rein. Der erste Beacon von Scanner 1 ist der erste Beacon von Scanner 0. Dann muss es 11 weitere Beacon in der Liste von Scanner 0 geben, deren Distanz zum ersten Beacon gleich ist wie irgendwelche 11 Beacon in der Liste von Scanner 1 zu seinem ersten. Also es muss hier irgendwie 12 Beacon in der Liste geben, die zueinander dieselben Abstandsverhältnisse haben wie 12 Beacon hier oben. Wenn dem nicht so ist, na, dann rotieren wir Scanner 1 und dann gehen wir mit derselben Hypothese ran. Okay, wenn Scanner 1 jetzt rotiert ist und all diese Positionen mit rotiert wurden, entsprechend. Und ich gehe jetzt davon aus, Scanner 1 und Scanner 0 sehen einander 12 Beacon. Ne? Da muss es hier 12 Beacon die dieselben Abstandsverhältnisse haben wie 12 Beacon hier oben. Und wenn dem so ist, dann kann ich im nächsten Schritt weitergehen und versuchen, die 12 hier auf die 12 oben zu mappen. Also quasi 1 zu 1 Entsprechung zu finden, dann die 12 hier identifizieren, die zu den 12 hier oben passen und dann auch wirklich 1 zu 1, so wie, was ich, der ist der und der ist der, was weiß ich. So, das sind schon anspruchsvolle geometrische Checks, die man da durchzuführen hat. Ja, und dann, wenn auch die zweite Rotation von Scanner 1 es nicht bringt, dann probiert man die dritte Rotation, die vierte Rotation, die fünfte Rotation. Und dann kommt man langsam an den Punkt, wo man sich fragt, warte mal, wie viele Rotationen gibt es eigentlich? Ja, das ist jetzt der Hammer. Lass mich da nochmal kurz drüber nachdenken. 4, 8, 8, 16, 32 plus 8. Es könnte sein, dass es 40 verschiedene Rotationen sind. Vielleicht mehr. Nagelt mich nicht drauf fest. Das können wir mal ganz kurz, können wir mal ausprobieren oder mal gucken. So, hier. Bum, bum. Python List. Ja, das ist hier meine Funktion, mit der ich alle Rotationen erzeuge. So, len create permutations is not defined, kein Problem. From itertools import permutations. 48, hatte ich 40 gesagt? Ich hatte 40 gesagt, ne? Was habe ich gesagt? 8 mal 2, wie mal. Ja, okay, das ist heute hin. 8 mal 2 mal 3. Wie komme ich auf 8 mal 2 mal 3? Das wird abgefahren. Probieren wir es doch einfach mal aus. GIMP. Hallo GIMP. Ja, ja, hier. Ja, ist bestimmt toll. So. Oh Gott, was ist denn? Aha. Ja, 700, unbedingt. Probieren wir mal 8. So. Wenn ich mir alleine nur in einem 2D-Koordinatensystem anschaue, ja, und dann sagen wir, ich habe hier einen Punkt bei x, y. So. Ja. Und jetzt darf ich rotieren, aber x und y sind Integerzahlen, und wenn ich rotiert habe, muss es auch eine Integerzahl bleiben. Das heißt, ich darf um 90 Grad rotieren. Und das bedeutet, der Punkt, wenn er denn rotiert hat, er landet hier bei minus y, x. So, dann rotiert er weiter, dann ist er hier, dann rotiert er weiter, dann ist er da. Hier im Übrigen ist es minus x, minus y und hier sind wir dann
bei, der kleine Wert ist y, hier sind wir also bei y, minus x. So, das sind die vier möglichen Rotationen, ja, ne, 4 versus 48, die vier möglichen Rotationen, die sich in einem 2D-System ergeben würde. Aber jetzt kommt der Clou. Wenn ich mit dem Punkt hier anfange und ich rotiere zweimal um die Z-Achse, also die Z-Achse, so hier ist ja, das hier ist ja die X-Achse und das hier ist die Y-Achse, dann ist die Z-Achse hier genau im Zentrum. Wir gucken drauf, es sticht uns ins Auge, es tut weh. So, wir rotieren zweimal um die Z-Achse, das heißt, wir rotieren einmal so rum, damit wir bei diesem Punkt ankommen. Und jetzt wird's lustig. Jetzt rotieren wir nicht um die Z-Achse, sondern wir rotieren um die Y-Achse. Und zwar, wir rotieren diesen Punkt hier nach oben, der, ich brauche eine andere Farbe, der landet hier, quasi genau auf der Y-Achse, aber das ist nur die wegen der Perspektive. Er landet ja auf einer anderen Z-Koordinate. So, also er trifft nicht exakt die Y-Achse, sondern aber der X-Wert ist tatsächlich 0, das ist richtig. Wenn wir hier davon ausgehen, dass hier der Z-Wert auch 0 war und dass er hier überall 0 war, dann ist, wo wir hier ankommen, der Punkt, der ist dann 0, was ist das? Ist auf der Y-Achse 0, minus Y, X. Ja, also der Wert entlang der Z-Achse nimmt den ursprünglichen X-Wert an. So, und dann rotieren wir den ganzen Quatsch nochmal, dann landen wir hier. So, jetzt haben wir hier also einen Punkt gefunden. Das ist dann wieder dann bekommt er folgende Koordinate. Das wird dann x minus y 0. So, und das ist jetzt richtig fies. Das heißt, zu den vier Punkten, die wir vorher schon hatten, in der 2D-Ebene, in der xy-Ebene, kommen jetzt jeweils die Spiegelung dazu. Also hier, da, da und dort. Das heißt jetzt, nur durch die Fähigkeit, in der dritten Achse drehen zu dürfen, bekommen wir schon in der xy-Ebene 8 Punkte. Nämlich und die bilden mir hier so irgendeine schöne Figur. So, ich bekomme also hier diese Eckpunkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huiuiui. So, und ich bekomme das auf jeder Achse. Darum 3, weil es sind ja 3 Achsen, aber dann wiederum bekomme ich das auch für jede Achse zweimal. Wieso denn das? Nehmen wir hier also wieder schwarz und die Size finde ich immer noch dick. So, ja, hier ist eine Achse, hier ist eine Achse, jetzt übe ich mich in 3D-Zeichnung, hier ist eine Achse. So. Und sagen wir mal, was weiß ich, ja, hier, das ist über die X-Achse. Ich glaube, eigentlich kommt der Pfeil hier dran und nicht da hinten. Aber so, so. Und jetzt sagen wir, hier entlang der X-Achse, wir sind hier. So, und dann entlang der, das ist ja dann die Y-Achse, das ist die Z-Achse, es sei denn, ihr spielt Minecraft. Dann ist das hier die Y-Achse und das hier die Z-Achse, aber was soll's. So, also entlang der X-Achse haben wir einen Wert. Dann gehen wir entlang der Y-Achse und dann gehen wir entlang der Z-Achse. So, das ist ein Punkt und dann haben wir gelernt, wir können spiegeln, 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 drehen und spiegeln. So, hier bekommen wir unsere 8... Huch, was ist jetzt los? So, hier bekommen wir unsere 8 Punkte, die wir eben gerade aufgemalt haben. Also wir bekommen hier wieder unsere witzige Figur. Wartet mal, ich male sie ein mit Rot. Da, da, da und da. Ja, hier das Verdienstkreuz quasi. So, das matte Verdienstkreuz für außerordentliche Leistungen in der Geometrie. So,
Das ist das Verdienstkreuz, das hier auf der X-Achse sitzt, entlang einer Richtung. Das Ding hat natürlich ein Pendant auch hier hinten. Ja, sitzt auch mit Zentrum in der X-Achse. Hier gelten immer die äußeren Ecken, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt haben wir zwei Kreuze allein auf der X-Achse. Also pro Achse zwei Kreuze. Ein Kreuz, 8 Punkte. Pro Achse zwei Kreuze, 3 Achsen. Das ergibt... Ja, weg. Das sind wunderschöne Grafiken. Weg damit. So. Und das ergibt genau die Rechnung, die ich hier durchgeführt habe. Ja, ein Kreuz aus 8 mal 2 pro Achse mal 3 pro alle Achsen ergibt 48. Es gibt 48 Positionen, die eine einzelne Raumkoordinate aufgrund nur von Rotation um eine dieser drei Achsen um 90 Grad Stücke annehmen kann. 48 Positionen. Das heißt, für jede dieser Scanner kann ich, das sind jetzt ja hier 12, ich glaube 25 oder 26 Beacons, die allein Scanner 1 sieht, das sind 26 Beacons, die zusammen 48 verschiedene Positionen einnehmen könnten, relativ zu Scanner 1, je nachdem, wie Scanner 1 gedreht ist. Und genau das ist der Knackpunkt. Also wenn wir mit der Hypothese rangehen, Scanner 1 sieht 12 Beacon, die auch Scanner 0 sieht, dann müssen wir im Worst Case, im schlimmsten Fall, 48 verschiedene Rotationen von Scanner 1 durchprobieren, um schlussendlich zur Überzeugung zu kommen. Ach nee, doch nicht. Hypothese falsch. Okay, lass uns mal weitermachen mit Scanner 2. So, und dann vergleicht man Scanner 0 mit Scanner 1, Scanner 0 mit Scanner 2, Scanner 0 mit Scanner 3, Scanner 0 mit Scanner 4. Dann geht man zurück. Dann vergleicht man Scanner 1 mit Scanner 2. Scanner 1 mit Scanner 0 brauche ich nicht vergleichen. Das haben wir vorhin schon andersherum. Scanner 0 mit Scanner 1 verglichen. Das ist kommutativ. Ob ich 0 mit 1 vergleiche oder 1 mit 0, das ist gleich. Also ich vergleiche 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Und dann geht es weiter. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Dann 2, 3, 2, 4. Und ganz zum Schluss 3, 4. Und jedes Mal, wenn ich Scanner I mit Scanner J vergleiche, dann gibt es also diese bis zu 48 Rotationen für Scanner J, um Scanner J mit Scanner I zu fitten. Huiuiui, dauert das lang. 2 Stunden, um genau zu sein, wenn man das Brute Force durchexerzieren möchte. Geht das schneller? Ja, es geht ein bisschen schneller. Es gibt eine Invariante hier oder sowas wie eine Invariante für die Beacon. Ich weiß jetzt, bin ich gerade bei Scanner 3, gehen wir zurück zu Scanner 1. So, ich weiß zwar, dass die Koordinaten, die ich hier alle sehe, alles relative Koordinaten in Bezug zu Scanner 1 sind. Aber wenn ich die Beacon untereinander vergleiche, ja, ich nehme die Position von Beacon 1 und subtrahiere davon die Position von Beacon 2. Dann gibt es ein Offset und eine Rotation in beiden Koordinaten, die wird durch die Subtraktion zerstört. Dann bekomme ich den Distanzvektor raus, den Beacon 1 zu Beacon 2 hat, und der ist unabhängig von der Rotation. Nein, Quatsch, der ist nicht unabhängig von der Rotation. Entschuldigt, das nehme ich zurück. Der ist nicht unabhängig von der Rotation, aber er ist unabhängig von der Position von Scanner 1. Und das geht dann schneller. Statt alle Beacons aus Scanner 1 mit allen Beacons aus Scanner 0 zu vergleichen, zu jeder Rotation, kann ich auch hingehen und sagen, ich vergleiche alle Beacons von Scanner 1 untereinander, sowie alle Beacons von Scanner 0 untereinander, und dann vergleiche ich die Abstandsvektoren. Wenn ich ausreichend viele gleiche Abstandsvektoren gefunden habe, dann liegt die Vermutung nahe, dass Scanner 0 und Scanner 1 12 gemeinsame Beacon sehen können. Dann kann man da nochmal im Detail reinschauen. Und damit kann man das Ganze von 2 Stunden runterbrechen auf irgendwie, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten. Man vorher also diesen Check durchführt, ob die Distanzvektoren der Beacon zueinander
für eine gegebene Rotation zu den Distanzvektoren der Beacon eines anderen Scanners passen. Das ist ein schneller Vorabcheck, den man machen kann, bevor man paarweise alle Beacon aus Scanner 0 und Scanner 1 gegeneinander vergleicht, um zu gucken, unter der Hypothese, okay, Scanner 8, Beacon 18 entspricht Beacon 6, ach nee, okay, gut, dann Beacon 18 entspricht Beacon 7, ach nee, okay, dann Beacon 18 entspricht Beacon 8, ja, man geht Brute Force alles durch. Sobald man weiß, Scanner 0 und Scanner 1 müssen eine Schnittmenge haben, dann kann man knallhart Brute Force drauf anwenden, ansonsten gibt es halt diesen schnellen Checkup vorher. So, das ist auch wieder so eine Aufgabe, wo Part 1 ein Stunden, in meinem Fall sogar Tage beschäftigt, während Part 2 dann eigentlich Pillepalle ist, nachdem man Part 1 gelöst hat. Also hier ist wirklich Part 1, ist die Nuss. So, jetzt rede ich seit 25 Minuten schon unablässig darüber, weil die Geometrie hier ist so wichtig. Schauen wir den Code an. Die Frage von Part 1 am Ende des Tages ist, wenn man dann alle Scanner miteinander gefittet hat, wie viele Beacon sind das überhaupt? Ja. Ich meine, klar, ich könnte jetzt einfach alle Beacon zählen, die jeder Scanner sieht, aber dann zähle ich ja immer die 12, die zwei Scanner gemeinsam sehen, doppelt. Und weil ich nicht weiß, wie nah Scanner zueinander sind, ja, es kann ja sein, 1 sieht 2, 2 sieht 3, es kann aber auch sein, 1 sieht 2, 2 sieht 3 und 3 sieht auch noch 1 dazu. Davon hängt dann ab, ob man da mal 12 mehr oder weniger Beacon hat. Ja. Also man muss die Position dieser Beacon zueinander, die Rotation der Beacon zueinander korrigieren und die Position der, nicht die, die Rotation der Beacon, die Rotation der Scanner. Man muss die Lage der Scanner zueinander herauskriegen. Man muss jeweils ihre Rotation korrigieren, damit man dann eine Chance hat zu identifizieren, welche 12 Beacon sind diejenigen, die von 2 oder mehr Scannern gesehen werden. Das geht ja auch, ne? Und Scanner 1, 2, 3, die sehen jeweils 12 von den anderen beiden. Dann sind das ja nicht, dann müssen diese 12 ja jeweils nicht unabhängig voneinander, können ja sogar dieselben 12 sein. Es kann ja entweder sein, dass 1 und 2 sehen 12, 2 und 3 sehen 12 andere und 1 und 3 sehen nochmal 12 andere oder es sind einfach immer dieselben 12. Man weiß es eben nicht. So, das ist also der Knackpunkt. Man muss hier wirklich total auflösen, wie die Scanner zueinander stehen, damit man dann eine Chance hat und die Rotation und die relativen Positionen zueinander ins Verhältnis setzen und auflösen, damit man dann durchgehen kann und die Beacons zählen. Also, harte Aufgabe und ich habe auch von anderen YouTubern, ich glaube, es gibt kein Video von Joel Gracias von gestern. Der hat es aufgegeben oder steigt heute wieder ein, ich weiß es nicht. Da habe ich jedenfalls kein Video bemerkt und ich habe noch einen anderen YouTuber, den ich da verfolge, der auch englischsprachig, der auch den Advent of Code löst. Er meint auch, hat noch nie so lange an einer Aufgabe gesessen, über 4 Stunden in seinem Fall. Bei mir ist es ja jetzt deutlich länger, bis jetzt ist es schon einen Tag später, aber über 4 Stunden hat er dran gesessen. Und sein Video kam entsprechend auch wahnsinnig später als üblich. Naja, das ganze Geheule. Mich hatte diese Aufgabe dann doch, hat mein Ehrgeiz gepackt, das dann am Ende aufzulösen. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt konsequent, ich habe wahrscheinlich in Summe 6, 7, 8 Stunden reingesteckt, verteilt auf 2 Tage. Gestern bis tief in die Nacht daran gearbeitet auch. Gebaut und gebastelt. Aber ich habe ja nicht nur einen einzigen Ansatz verfolgt. Ich habe verschiedene Ideen und Ansätze verfolgt. Ich präsentiere jetzt hier abschließend nur noch den einen, der dann geklappt hat. Pickel. Von Pickel hatte ich mir erhofft. Pickel ist eigentlich dazu da, um Python-Strukturen auf die Festplatte zu speichern und dann wieder reinzulesen. Ich hatte erhofft, mit Pickel mir Laufzeit, Arbeit und Zeit zu ersparen. Das hat sich nicht. Das, was ich gepickelt habe, musste ich eigentlich rund um die Uhr immer wieder neu erzeugen, weil sich Dinge geändert haben bei der Erzeugung, dass sich Pickel am Ende des Tages gar nicht gelohnt hat. Naja. Itertools. Ich habe relativ viel mit Itertools gearbeitet, Permutations und Product.
Typing natürlich. So, hier ist ja schon das Beispiel RawX. Das Anschauungsbeispiel ist schon so groß, dass ich das diesmal in eine eigene Textdatei ausgelagert habe. Ach, im Übrigen nochmal Stichwort zu Pickel. Hier, dann kriegt man solche Dateien hier, ne? Ich habe es jetzt so genannt: All X Temp Pickel, All Task Temp Pickel, X Temp Pickel, Task Temp Pickel. Aber sie sind gelb. Gelb ist die Farbe vom PyCharm für es liegt in der Git-Ignore, also das wird nachher nicht im GitLab auftauchen. Weil ich sonst das GitLab mit Müll zu klatschen würde. Brauche einfach nur die Main einmal ausführen und dann werden diese vier Dateien so erzeugt. Dauert man sollte dann halt irgendwie 10, 15 Minuten mitbringen an Zeit und Geduld. Naja, so, dann hier diverse Typen, die auch alle benutzt werden. 3D-Position, weil wir haben es mit 3D-Koordinaten zu tun. Axis, achso ja, Axis ist ein String, das ist dann x, y, z oder minus x, minus y, minus z. Rotation, genau, eine Rotation ist ein Tupel aus, das ist ja, was hier erzeugt wird. Haben wir ja hier unten, nicht? Da 48. Schauen wir einfach mal da rein. So, das ist nämlich, was diese Create 90 Degree Rotations erzeugt. X, Y minus Z, X minus Y minus Z, minus Y, X minus Z, Z minus Y minus X. Das sind die Rotationen, die entstehen, wenn man mit einer Integer-Koordinate beginnt und um 90 Grad Winkel dreht. Dann entstehen nämlich genau all diese Tupel, also was auch immer für ein X-Wert. Also X heißt immer der X-Wert des Ausgangswerts, minus Z heißt minus der Z-Wert des Ausgangswerts und so weiter. So, das sind das ist dieser Rotationstyp, eine Liste von Rotationen. Und Seeing ist eine größere Struktur, die dafür da ist, um auszudrücken, dass zwei Scanner sich gegenseitig sehen oder auch nicht. So, der Rotationsinterpreter. Der Rotationsinterpreter, der nimmt eine Achse, nämlich minus x, minus y, minus z, x, y, z, was auch immer. So, und wandelt das dann um in ein Vorzeichen. Ja. Als auch Zugriffskoordinate auf eine Liste. Ja, wenn man 3D-Koordinaten in der Liste speichert, dann vorne x, in die Mitte y, am Ende z. Also ist der x-Wert steht an der Stelle 0, der y-Wert steht an der Stelle 1, der z-Wert steht an der Stelle 2. So, und dieser Interpreter nimmt also x, y, z, minus y, minus z und so weiter und so fort und sagt dann also, wo man was rausgreifen muss und ob man das mit einer minus 1 ausmultiplizieren muss. Hier die Funktion, die haben wir gerade gesehen, die erzeugt alle möglichen Rotationen. Wie mache ich das? Ja, ich gehe alle Permutationen durch aus x, y, z. Ja, das heißt, ja, x, y, z oder x, z, y oder y, z, x. So, alle Kombinationen, alle Dreierkombinationen, die sich aus den drei Buchstaben x, y, z ergeben. So, dann wird einmal gebaut. Ja, x, y, z selbst, dann minus x, y, z, x, minus y, minus z. Also, hier wird alles Mögliche zusammengebaut und das ergibt mir am Ende des Tages alle Kombinationen. Das ist ja schon eine Verzweiflungstat. Das könnte man eigentlich schöner basteln, aber nachdem man da Stunden schon drauf gestartet hat, irgendwann gibt man es auf, da noch allzu viel Liebe reinzustecken. Und jetzt will ich das auch nicht mehr hübsch machen. Aber ganz so unhübsch ist es am Ende des Tages auch nicht. Ich habe mir wenigstens versucht, noch insofern Mühe zu geben und hier die ganzen Type-ins aufrecht zu erhalten als Ideal. Das hat da zwischendurch auch schon etwas gewackelt. So, Class Scan ist eine relativ knappe Klasse. Die Scan-Class, das ist der falsche Input, das ist Tag 20. Die Scan-Class, ja, nehmen wir so mal das Anschauungsbeispiel. Also die Scan-Class soll im Wesentlichen hier ein so ein Report eines Scanners, genau genommen eines Scans, speichern. So, das Ding hat einen Namen, nämlich der Name ist Scanner 0, Scanner 1, Scanner 2 und so weiter. Beacons, eine Liste von 3D-Positionen, das ist nämlich genau diese Liste hier. Das Ding wird also in eine Liste von 3D-Positionen umgewandelt und Offset. Offset sagt, wenn ich davon ausgehe, dass Scanner 00 an 000 als Ausgangskoordinate sitzt, dann ist der Offset die Koordinate von Scanner 1 oder jedem anderen Scanner im Verhältnis zu Scanner 0. So, das ist der Offset, der aber zunächst erstmal ja,
als irgendwas initialisiert wird, erst später erst gesetzt, wenn ich das herausgefunden habe, was wo ist. So, Beacons Rotated. Wir hatten ja oben ja schon gesehen, wo die Rotationen erzeugt werden. Wenn ich eine so eine Rotation hier reingehe, dann wird mit Hilfe des Rotationsinterpreter wird die ganze Beacons-Liste um diese Rotation gedreht und die Liste der rotierten Koordinaten wird zurückgegeben. Beacons Rel, also die relative Position der Beacons zueinander, nimmt auch eine Rotation an, optional, ansonsten nimmt es einfach die hinterlegte Beacons-Liste. Was passiert? Es geht alle seine Beacons durch, zweimal. Beacon, Other Beacon, und dann wird hier die Differenz, also der Abstand der Beacon zueinander, wird hier als Diff berechnet und dann in OutDiff ein Dictionary hinterlegt, zusammen mit dem Wert seiner Häufigkeit. Also wenn zwei verschiedene Paare von Beacon dieselbe Distanz zueinander haben, dann wird hier vermerkt plus 1, ah okay, dieser Abstandsvektor taucht zweimal auf. Und dann wird dieses Out, dieses Dictionary, das mir also Aufschluss darüber gibt, wie viele Abstandsvektoren es gibt und wie häufig, wird dieses Out-Dictionary zurückgegeben. Dann kommt String, dann kommt Representation und das ist es. So, dann haben wir eine Raw-to-Dict, die also hier genau so eine Raw-Darstellung nimmt und entsprechend umwandelt in eine hier, in eine Instanz meiner Scan-Klasse. Brauchen wir jetzt nicht weiter auseinandernehmen. Hier kommt jetzt die magische Funktion, für die ich mein Blut vergossen habe, die Seeing Function, die also sagt, ob zwei Scanner einander sehen und wenn ja, zu welcher Rotation und was ihr Offset zueinander ist. So, ich erstelle mir die Rotationsmap. Huch, jedes Mal neu? Naja, egal. Ich hole mir die Beacons des ersten Scanners. Weil ich das hier noch gar nicht bräuchte, ehrlich gesagt. Egal. Hier bräuchte ich auch. Geben sich noch kleine Optimierungen, die man hier durchführen könnte. Egal. Ich hole mir die Beacons. Initialisiere ein bisschen Mist mit Mist. Und hier hole ich mir die relativen Distanzen der Beacons zueinander und gehe durch alle möglichen Rotationen durch, ja, die Nummer der Rotation und welche Rotation das ist, hole ich mir aus der Rotations Map. Dann hole ich mir von meinem zweiten Scan die Beacons, aber korrigiert um die vermutete Rotation. Und jetzt kommt, was ich vorhin schon gesagt habe, das hier ist der Fast Check. Der Fast Check soll prüfen, ob es sich lohnt, genauer hinzuschauen. So, was macht der Fast Check? Nachdem ich mir die relativen Distanzen der Beacons von Scanner 1 geholt habe, hole ich mir hier die relative Distanz der Beacons von Scanner 2 unter der vermuteten Rotation. Und dann gibt es hier diese Fast Matches 0. Und dann wird hier einfach stumpf durchgegangen. Ich gucke mir alle Abstandsvektoren aus dem einen an und vergleiche sie mit dem Abstandsvektor des anderen. Und wenn es da einen Treffer gibt, also da zwei Abstandsvektoren übereinstimmen, dann wird Fast Matches entsprechend um die Häufigkeit dieser Abstandsvektoren geupdatet. So, und wenn Fast Matches, warum ausgerechnet 30? Ist ziemlich willkürlich, aber wenn zwei Scanner sich nicht sehen, dann wird es diesen willkürlich gewählten Schwellenwert auch nicht übertreten. Stunden an peinigendem Experimentieren lassen mich mit Gewissheit sagen, 30 ist ein guter Wert. Das heißt also, wenn ich hier nicht ausreichend viele ähnliche Abstandsvektoren finde, continue, wird die nächste Rotation durchprobiert. Und wenn keine Rotation mehr übrig ist, dann wird das abgebrochen und Müll zurückgegeben. Also nichts zurückgegeben, das sortiere ich dann draußen auseinander. Wenn aber Fast Matches diese magische Wert von 30 übersteigt, also die Vermutung da ist, es könnten Überschneidungen geben. Im Übrigen, der Code funktioniert auch ohne das. Ich brauche diesen Fast Check im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht. Der ist nur dafür da, um das Programm, das sonst 2 Stunden brauchen würde, auf 10 Minuten runterzubacken.
Also das hier ist eine wichtige Heuristik, aber eben auch nicht mehr. Es ist nur eine Heuristik. Der Rest des Codes baut nicht darauf auf, was hierbei sonst groß herauskommt. Diese Heuristik entscheidet nur, ob der nachgelagerte Code sinnvollerweise eingesetzt werden sollte oder nicht. Und was macht der nachgelagerte Code? Er nimmt sich jeweils aus den beiden Beacons-Listen, also der Beacons-Liste vom ersten Scanner und der rotierten Beacons-Liste vom zweiten Scanner, nimmt sich je ein Beacon raus, berechnet deren Abstand zueinander. Ja, ist jetzt nicht mehr der Abstand von zwei Beacon innerhalb einer Beacons-Liste, das ist jetzt der Abstand zweier Beacon über zwei Beacons-Listen. So, und dann gibt es jetzt hier Matches 1, Matches 2. Also Matches 1 sind die Matches bezüglich des ersten Scanners und Matches 2 sind die Matches bezüglich des zweiten Scanners. Und wenn ich jetzt also zwei Ausgangsbeacon ausgesucht habe, ein Beacon aus der ersten Beacons-List und ein Beacon aus der zweiten Beacons-List und deren totale Differenz. Dann nehme ich jetzt alle Beacons aus der ersten Beacons-Liste und alle Beacons aus der zweiten Beacons-Liste und gucke nach, was den ihr Offset ist und vergleiche ihn mit dem Origin-Offset, also dem Ausgangs-Offset. Und wenn das stimmt, ja, also wenn der Abstand von Beacons 1 zu Beacon 2 derselbe ist wie Beacon 1 Origin zu Beacon 2 Origin, ja, die Hypothese hier ist, ja, ich gehe mit der Hypothese ran, Beacon 1 Origin und Beacon 2 Origin sind derselbe Beacon, ja, nur eben in anderen Koordinatensystemen, der eine im Koordinatensystem von Scanner 1, der andere im Koordinatensystem von Scanner 2, ja, und wenn diese und die zweite Hypothese ist, Beacon 1 und Beacon 2 sind derselbe Beacon, wenn diese Hypothese stimmt, dann ist deren Abstand, weil ja dargestellt im Koordinatensystem des einen Scanners und dargestellt im Koordinatensystem des anderen Scanners, dann muss deren Abstand ja identisch sein. Wenn der Abstand von Beacon 1 zu Beacon 2 derselbe ist wie der Abstand von Beacon 1 Origin zu Beacon 2 Origin, dann ist diese zweite Hypothese wahr, dass Beacon 1 und Beacon 2 derselbe Beacon sind, aber immer noch abhängig davon, dass auch die Ursprungshypothese, nämlich dass die beiden derselbe Beacon sind, dann ist diese Subhypothese wahr. Und dann kann ich hier sagen, okay, ich habe ein Match bezüglich des ersten Scanners und ich habe ein Match bezüglich des zweiten Scanners. Und wenn ich neben diesem einen Match noch 11 weitere Matches finde, dann sind nicht nur 12 Subhypothesen wahr, sondern dann ist auch die Haupthypothese wahr. Dann ist Beacon 1 Origin gleich Beacon 2 Origin. Und diese Funktion hier kann aufhören, die kann abbrechen. Die nimmt die letzte Rotation, die sie ausprobiert hatte. Die nimmt die beiden Matches-Listen, die sie zum Schluss erstellt hatte. Und sie nimmt den Offset. Der Offset ist ja jetzt, dadurch, dass Beacon 1 Origin, Beacon 2 Origin sind derselbe, dann ist deren Offset zueinander auch der Offset, den die beiden Scanner zueinander haben. Ja, und dann wird all das zurückgegeben. Die letzte Rotation, unter denen ich 12 Treffer hatte, die 12 Treffer jeweils für den Scanner 1, den Scanner 2 und der Abstand beider Scanner zueinander. So, die Händlerklasse, die überspringen wir nochmal kurz. Da kommen wir gleich, aber wir haben es bald. Namer, nanu, warum kann ich Loader nicht einklappen? Naja, also, ach doch hier, Namer, Loader und Dumper, das hier hat alles was mit Pickle zu tun. Darüber werden wir hier jetzt nicht diskutieren. Schaut es euch im Code an, wenn euch das interessiert. Wenn nicht, dann ist auch gut. Count Beacons. Brauchen wir das? Max Dist. Ja, doch, Count Beacons. Aber gleich. Nein, doch, jetzt. Count Beacons. Count Beacons ruft diese Seeing-Function auf, die wir gerade am Wickel hatten. So. Was passiert hier? Hier gehe ich alle möglichen sinnvollen Paarungen von Scannern durch. Ich hole mir einen Scanner 1, ich hole mir einen Scanner 2, packe die beide in diese Seeing-Function rein und diese Seeing-Function gibt mir dann die Rotation, ihren Offset und die Liste von Matches. So, wenn Scanner 1 und Scanner 2 sich gar nicht sehen, dann sind diese Liste von Matches jeweils kürzer als 12, das heißt, diese Bedingung hier ist nicht erfüllt und dann geht es einfach ab. Es sind ja hier zwei For Loops,
Ja, dann geht's einfach ab in Continue, dann geht's einfach in die nächste Loop rüber. So, aber wenn Scanner 1 und Scanner 2 sich einander sehen, es gibt eine gültige Rotation, es gibt zwei Matches-Listen, die mindestens 12 Einträge haben, es gibt ihren Offset. Dann kommen wir hier unten in diesen Fall rein. Ja, if len Matches 1 größer gleich 12, dann sind Scan 1 und Scan 2, dann sehen die sich. Ja, und dann was passiert? Scan 1 an der Stelle es wird immer ausgegangen, Scan 1 ist das absolute Koordi oder steht für das absolute Koordinatensystem. Scan 2 kann verschoben und verdreht sein. Und dann sind das genau die zwei Dinge, die wir korrigieren müssen. Das heißt, Scan 2 wird jetzt überschrieben, die Beaconsliste wird überschrieben. Und zwar wird der Offset. Hier, ja, der Offset wird abgebaut. Wir gehen durch alle Beacon, die Scan 2 schon kannte. Beziehungsweise, ja, wir rotieren sie und wir offsetten sie. Ja, also wir reparieren, dass Scan 2 eine falsche Orientierung hat, und dass die Koordinaten der Beacon relativ zum anderen Scanner angegeben sind. Diese beiden Dinge werden hier korrigiert. Ja, damit die Beacon, die Scanner 2 sieht, sich in das globale Koordinatensystem, also schlussendlich das Koordinatensystem von Scanner 0 einfügen. Weil wenn die Scanner dann, weil wenn die Beacon alle nämlich bezüglich desselben Koordinatensystems Koordinaten haben, dann kann ich einfach alle Beacon in eine Python-Set reinhauen. Ja, dann werden ja alle Doppelungen werden durch die Set erkannt und gelöscht. Dann werden nur noch die einzigartigen Koordinaten, also die Koordinaten von jedem physisch echten Beacon, übrig behalten. Das heißt, die Länge von diesem All Beacons am Ende, hier, die Länge, das ist die Antwort, die Part 1 haben möchte. Dazu kommt jetzt aber noch ein Knackpunkt. Und da kommen wir jetzt zu dem Handler, zu dem Outer und warum diese For Loops hier so aussehen, wie sie aussehen. Das hier gehört übrigens auch noch mit dazu. Der Punkt ist ja jetzt, ich will ja nicht, wenn ich herausfinde, ja, so Scanner 0 sieht 1 und dann korrigiere ich 1, um für das passend zum Koordinatensystem 0. Das ist auch okay. Aber wenn ich dann im nächsten Schritt sehe, ah, okay, 2 sieht 3, und dann wird 3 korrigiert, aber nicht anhand des totalen Koordinatensystems von Scanner 0, sondern zunächst an das von 2. Dann ist Mist. So, ja. Wenn ich von 0 aus starte, 0 sieht 1, dann wird 1 korrekt korrigiert. Und dann als nächstes bin ich interessiert, was sieht denn 1? Weil alles, was anhand von 1 korrigiert wird, ja, wenn 1 sieht die 4 und dann wird die 4 anhand der 1 korrigiert, aber die 1 wurde ja schon anhand der 0 korrigiert, dann bedeutet das effektiv, dass die 4 anhand der 0 korrigiert wird. Ja, wenn 1 in das Koordinatensystem von 0 gebracht wird und 4 in das Koordinatensystem von 1 gebracht wird, dann wird 4 effektiv in das Koordinatensystem von 0 gebracht, weil das ist transitiv. Ja, ich starte bei 0 und muss dann gucken, was sieht 0 eigentlich? Und all diejenigen, die 0 sieht, von denen aus muss ich dann weitergehen, damit ich immer transitiv das globale Koordinatensystem von Scanner 0 vererben kann. Ja, das heißt, ich darf nicht zuerst von 2 nach 3 gehen, wenn es vorher keinen anderen Weg gegeben hat, von 0 in die 2. Erst wenn, was weiß ich, die 0 sieht die 5 und dann wird die 5 korrigiert. Und dann sieht die 5 die 2 und dann wird die 2 korrigiert. Dann, ja, nachdem die 2 transitiv den ganzen Weg von der 0 her, wenn es von der 2 einen Weg zurück auf die 0 gibt, ja, von der 2 über die 5 zur 0, erst dann kann ich von der 2 ausgehend mir andere Scanner-Reports angucken. Das bedeutet, dass diese For Loop nicht einfach schnöde von links nach rechts über alle Scan-Reporte drüber gehen kann, sondern sie muss
diejenigen Scans priorisieren, die schon korrigiert worden sind in ihrer Rotation und in ihrem Offset. Und darum dieser Händler. Dieser Händler ist ein Iterator, weil er die Funktion Iter überlebt, indem er sich zu selber zurückgeht. Iter ist wichtig, wenn ich hier irgendwie, wenn ich sowas sagen möchte wie for x in my iterator, ja. So, wenn ich sowas schreibe, dann geht Python hin und wird hier intern die Iter-Funktion aufrufen. So. Das heißt, diese Iter-Funktion muss etwas zurückgeben, was Python mit der Next-Funktion durchlaufen kann. Da mein Händler eine Next-Funktion hat, heißt das, dass Iter dafür sorgen muss, dass der Händler sich selber zurückgibt. Was ja hier auch passiert. So, und dann gibt's Next. So, aber das ist jetzt ja alles keine Magie. Der Punkt ist, der Händler kennt drei Datenstrukturen. Das einmal habe ich schon gesehen, muss ich mir gleich als nächstes angucken und muss ich mir später angucken. Ja? Seen, also habe ich schon gesehen, to see, sieh mir als nächstes an, rest, irgendwann später. So, das heißt, hier übergebe ich als Data, erstmal kommt alles in den Rest, also schaue ich mir später an. Und dann mit append to see hänge ich mir immer die Dinge an, die dann gleich als nächstes angeschaut werden sollen. Ja, da kommt hier Entry rein, wenn Entry in Rest drin war, dann wird es aus dem Rest entfernt. Wenn Entry in to see war, dann wird es aus to see entfernt, sicherheitshalber nochmal, bevor es wieder hinzugefügt wird. Ja, wäre vielleicht cleverer gewesen, hier draus eine Set zu machen, aber ich habe einfach zu lange an diesem Programm gesessen. Also hier sichere ich mir eine Art mengenwertige Operation ab. Ich prüfe, dass wenn Entry im Rest drin war, dass es rausfliegt, wenn es in To See drin war, dass es rausfliegt und dass es dann an To See gehangen wird, wenn es nicht schon mal in der Gesehenliste, wenn wir da nicht so ohnehin schon mal waren, ja, dann passiert da gar nichts mehr weiter mit. So, und ansonsten Next. Next holt sich aus To See das nächste Eintrag raus, es sei denn, die ist leer, dann geht sie zu Rest. Und wenn sowohl To See leer ist, als auch Rest leer ist, dann wird Stop Iteration geworfen. Das ist wichtig, damit die For Loop in Python normal endet. Ja? Also alles, was kann ich ja hier mal zeigen, selbst Range, ja, sagen wir mal, so X ist Range 3, ne? So, was ist X? X ist Range 3. Aber jetzt kann ich hier sagen, Next X. Ach, X ist gar kein Iterator, ne? Das ist ja witzig. Was haben die denn da intern schon wieder? Ja, aber so geht's. Okay. So. Dann Next X gibt mir 0. Next X gibt mir 1. Next X gibt mir 2. Stop Iteration. Ja, also Iteratoren werfen immer diese Stop Iteration, damit, wo war das hier, so x gleich Range 3 und sagen wir x gleich, ja, Iter Range 3, damit diese Notation hier Sinn ergibt und damit diese Vorschleife auch irgendwann aufhören kann. Die hört nämlich auf, wenn diese Stop Iteration Exception kommt. Wenn eine andere Exception als Stop Iteration Exception kommt, dann bricht das Programm einfach ab und kollabiert. Ja, also dieser Händler erlaubt es mir, über eine Liste von Dingen zu iterieren, wobei ich bestimmte Einträge dieser Liste nach vorne ziehen kann, um sie zu priorisieren. Das ist der ganze Clou an der Stelle. Und das heißt, wir kommen hier wieder zurück zu Count Beacons. Ja? Ich erstelle hier meinen Händler mit den Indizes aller Scan-Reporte. Und jetzt sage ich mir, ich möchte 0, also den ersten Scan-Report, den möchte ich mir als nächstes ansehen. So, dann wird hier IDX Outer, dann wird genau diese 0 abgeholt. Dann hole ich mir den Scan aus allen Scans, der zu diesem Index gehört. Und dann hole ich mir einen zweiten Scan aus allen Scans, guck nach, vergleiche ich hier gerade den gleichen Scan mit sich selbst, dann Continue oder
Hatten wir diese Kombination schon? Ist das schon in gesehen drin? Dann auch continue. Andernfalls wird hier eben die Seeing Function verwendet. Und hier ist dann eben wichtig, wenn ich ja weiß, okay, ich habe Scan 1 mit Scan 2 verglichen. Die haben jeweils die Stellenzahl IDX und IDX2. Und jetzt stellt sich heraus, oh, die sehen sich. Die haben 12 Beacon, mindestens 12 Beacon, die sie beide sehen. Dann wird jetzt Scan 2 wird neu orientiert, ausgerichtet und verschoben. Und das heißt, Scan 2 eignet sich, Append to See eignet sich als einer der nächsten Kandidaten, um von da aus weitere adjazente Scans zu identifizieren. So, das ist meine Count Beacons Function. Die zählt dann alle Beacons. Da kommen wir hier unten, Main Part 1. Hier bin ich mal mehr. Ja, wird hier nur noch geprintet, das wird gar nicht mehr asserted. Aber warte, das können wir mal eben schnell noch. Ach da, 79. Also das hier hätte 79 sein müssen. So. Und dann hier unten für meinen individualisierten Input. So, und das Ding hier, das dauert dann 10 Minuten, bis das hier durchgelaufen ist. Also wird es nicht dauern, wenn ich es jetzt ausführe, dann geht es ratzfatz. Zack, das ist es schon. Warum? Weil die Count Beacons, die führt all das hier gar nicht aus, sondern die fragt den Loader, gibt es etwas, das ich von draußen reinladen kann? Und die Antwort ist ja, ich habe ja hier schon 4 Pickle-Files. Wenn ich eins von diesen oder diese 4 hier löschen würde, dann müsste Count Beacons von Grund auf alles neu erzeugen. Aber so sind hier in diesen Pickle-Dateien sind schon alle Scans drin und nicht nur alle Scans, sondern eben alle Scans richtig rotiert und richtig verschoben zueinander. Da sind alle eindeutigen, also klicke ich mal doppelt auf diese Pickle-Files, da sind alle eindeutigen Beacons aufgelistet. Ja, deswegen funktioniert bei mir dieser Skriptaufruf wahnsinnig schnell gerade. Ich habe die 3600, ups, das ist dann Part 2. Ich kann ich schon mal voraus, hier da 3600. 21, das ist das Assert für hier. So, 3621 führen wir es aus. Zack, so. 326 ist die Antwort auf meinen individualisierten Input auf Part 1 und 10630 ist die Antwort auf meinen individualisierten Input für Part 2. Ganz schnell noch, was ist der Part 2? Ja, nachdem hier tonnenweise Text für Part 1 ist hier Part 2 da. Das ist der Auftrag für Part 2. Part 2 sagt, wir sollten anerkennen, wie groß der Ozean ist und diejenigen, die größtmögliche Distanz unter der Manhattan-Norm bilden, die zwei Scanner zueinander einnehmen können. Also von all den Scannern, die wir sehen, wir wissen ja jetzt, wo sie alle sind. Wir sollen jetzt also die beiden identifizieren mit dem größten Abstand und diesen größten Abstand benennen. Am Anschaubeispiel ist es 3621, bei mir ist es 10630 Einheiten unseres Koordinatensystems. Boah, das ist das längste Video mit Abstand zu der aufwendigsten Aufgabe mit Abstand. 58 Minuten, ich glaube, Verabschiedung gleich sind wir bei 59 Minuten. Ich danke euch herzlichst, abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehe ich hier diese Schlacht, dieses Bluten, Schwitzen und Fiebern gelohnt. Nein, aber ernsthaft. Also, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert mich gerne und wir sehen uns dann morgen, nicht zum 20. Das ist ja heute schon rausgekommen, zum 21. Türchen wieder. Und ich hoffe, dass es von hier an besser wird und nicht schlimmer. Aber schauen wir mal. Gucken wir hier noch ein bisschen das Wasser fließen. Da, die Punkte, wie sie sich bewegen. Na dann, verabschiede ich mich. Ciao, ciao.